Die Folgen 22 bis 25 von Let's Play Minecraft Staffel 2 sind nur in 240p, da ich bei der Aufnahme was verhauen habe. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich gucke jetzt nicht hinter jedem Apfel und sonst was hinterher, das ist mir jetzt zu blöd. Ehrlich gesagt. Was? Wie? Du siehst komisch aus, du musst weg. Alles, was komisch aussieht, muss sterben. Gilt auch für Menschen. Du siehst komisch aus, du musst sterben. Dann müsste ich der Erste sein, der stirbt. Aber egal. So, hier drin war nichts mehr, ne? Stimmt, das war die komische Höhle, wo man anfangs das einmal kurz verbarrikadiert hat in einer Nacht. Ja, ja, Höhlengeräusche. Und wo man einmal Kohle rausgeholt hat, glaube ich. Dort, ne? Ja, dort. Gut, wie viel Holz haben wir denn? Relativ viel, aber das ist schneller weg, als man denkt. Dahin bitte. Und hier Schrottzeug hin. Oder anderen Kram halt, wisst ihr schon. Irgendwelchen Kram, der kommt da ein. So. Ich will wenigstens das hier alles mit Holz voll haben. Oder ich kann auch gleich alles mit Holz voll machen. Alle freien Slots, könnte ich auch. Dann hätte man eine Weile genug. Nee, ist kein großer. Den kann ich abholzen. Hier will ich die großen stehen lassen, weil sie toll aussehen. Bis er unser Wäldchen ist, ne? So. Ach ja, Holz hatten jetzt immer so eine schöne Ausrede. Muss ich irgendwelche Themen raussuchen? Allerdings habe ich gerade keine. Siehst du, das ist keine Ausrede, sondern eine gute Gelegenheit, weil man ja irgendwie nichts zu groß zu tun hat, außer rumrennen und die Maustaste gedrückt zu halten. Von daher, über was könnte man reden? Apple-Hype hatte ich schon x-mal. Ich könnte das jetzt auf den ganzen Smartphone-Hype ausweiten, der mich genauso sehr nervt. Dass mir jeder Arsch kommt, du hast kein Smartphone. Wobei mir Smartphones total egal sind. Ich will, dass ein Handy. Ich will damit telefonieren, SMS und MMS können. Also, wisst ihr schon. Telefonieren können, SMS und MMS schicken können, ihr wisst schon. Warum will ich irgendwelche 20.000 Apps, die eh alle sinnlos sind und meist dann auch noch unverschämt viel kosten, so wie ich das mitkriege? Ich versteh's nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich will den ganzen Kram. Ich will bloß das Vorangenannte. Vorangenannte war richtig. Kann man sagen. Ich weiß nicht, was das soll. Also, es interessiert mich ein Scheißdreck. Und alle kommen mir, du hast nur ein altes Handy. Ich habe ein ganz normales Touchscreen-Handy. Das kann ein bisschen fotografieren. Das hat eine ganz nette Kamera. Und kann kaputt gehen. Ach, ich sehe mal die hier. So. Geht schneller. Ups. Ich habe nichts gemacht. Ja, ich verstehe es einfach nicht, weil ich will von meinem Handy bloß die grundsätzlichen Sachen, die ein Handy kaputt machen können soll. Nämlich das hier nicht. Boah, zu viele große Bäume. Klar, wenn man die kleine mal wegholzt und die große stehen lässt, ist klar, dass irgendwann nicht mehr so viele kleine da sind, sondern ziemlich viele große. Ist logisch. So. Wo noch? Da unten. Böse Erde. So kann ich mich gleich da hinstellen. So, ich könnte jetzt immer wieder den Satz anfangen mit, ich verstehe es nicht, aber ich glaube, ich lasse das Thema einfach sein, hör auf darüber zu reden und mich darüber zu ärgern. So. Machen wir mal dahin. Das ordnen. Schon mal hier hin. Dann ordnet sich das nicht da unten rein. So. Mehr. Ja, was könnte man noch reden? Ja, die Idee mit dem Kanal, wo ich nur englische Let's Plays mache. Ich weiß nicht, irgendwie hätte ich Lust dazu, englische Let's Plays zu machen. Also wirklich nicht nur mal ein, zwei Videos, sondern, Scheißbücke, dauerhaft, öfters, halt regelmäßig, wisst schon. Wollte doch einen da zu korrigieren. Nein. So. Du solltest passen. Du solltest kein großer sein, oder? Nein, bist du nicht. Schön. Du auch nicht. Ja, ich hatte jetzt schon öfters drüber nachgedacht. Ich hätte da wirklich Lust zu, weil Englisch ist einfach eine gute Sprache, es ist eine flüssige Sprache, ich mag das. Aber gleichzeitig will ich natürlich weiter deutsche Let's Plays machen. Und ich will das dann wirklich aufsplitten, dass ich ein deutscher Let's Player bin und ein englischer. Dass ich dann wirklich zwei Internetpräsenzen habe, Dingens. Und so weiter. Und so weiter und so fort. Aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich machen will, weil das wird dann wahrscheinlich ziemlich viel werden. Oder
oder ich müsste halt auf beiden Kanälen bloß noch jeweils halb so viel machen. Aber es wäre eine Idee, die ich gerne mal umsetzen würde. Ob dann wirklich dauerhaft genauso lang, wie ich das Face machen werde, oder ob das nur so eine Phase sein wird, wo ich das auch mache. Also wenn ich Kanäle öffne, will ich eigentlich schon, dass er dann bestehen bleibt. Dass ich da dann nicht irgendwann aufhöre. Von daher denke ich... Ich bin mir nicht sicher. Was denkt ihr denn dazu? Würdet ihr euch das überhaupt ansehen? Ich weiß ja nicht, ob wie viele von euch Englisch können. Sollte man eigentlich können heutzutage. Depending on how old you are. Also abhängig davon, wie alt ihr seid. Wenn ihr jetzt 12 oder 10 Jahre alt seid und ihr das gerade seht und ich euch das frage, ist das viel Blödsinn, dann müsst ihr nicht unbedingt Englisch können. Nur ein bisschen vielleicht. Minimal. Ein bisschen Popel-Englisch. So, danke. Und danke. So, anderthalb Stacks noch. Wird sich machen lassen. Du. Aber sag mal, was ihr davon halten würdet. Haltet ihr das für eine gute Idee? Gut, die Leute, die mich jetzt nur auf Deutsch gucken wollen, die werden jetzt sagen nein, weil sie wissen ja, dass ich dann nur noch halb so viele Blöcke kaputt haue. Ich meine natürlich halb so viele deutsche Videos machen würde. Von daher, aber jetzt mal ganz ehrliche Meinung, ganz objektiv. Ich würde es mir eigentlich gern machen. Hab bloß Angst, dass dann beide Kanäle jeweils nicht genug Pflege kriegen würden, weil es ja zwei Kanäle wären. Vielleicht würde ich da auf Urlaub machen für den englischen Kanal einfach nicht so viel. Weil ich ja hauptsächlich eigentlich deutscher Let's Player bin. Ich könnte nebensächlich englischer Let's Player sein. So ungefähr. Weiß ich nicht genau. Aber ich denke da schon länger drüber nach, wie bereits erwähnt. X-mal erwähnt. So. Kurz den hier. Ah. Cool. Alles voll. Hä? Ah. Der geht nicht mehr. Weg mit dir. So. Dann möchte ich dich verarbeiten. Samen weg. Ein bisschen Holz noch bitte. Mehr Holz, mehr Holz, mehr Holz. Hier ist viel Holz. Das nehmen wir mit. Bin komisch, ist aber so. Und da noch bitte. Ja, das war's. Danke. Ein bisschen noch. Dann kriegt aus einem 4. Bedeutet, ich bräuchte 27. Damit das Inventar nicht zu voll wird, dass da nichts mehr reingeht. Ein bisschen großer, oder? Nee, doch nicht. Das sind bloß mehrere Bäume. Na dann. 27. Ein paar noch, ja. Jetzt noch genau 17. Sollte nicht lange dauern. Das sollte schnell gehen, 17 Holzblöcke abzufarmen. Also hier so lange, so viele Sachen abzufarmen. Ihr wisst schon, abzuholzen, zu ernten und so weiter. Und jetzt noch 7. 7, 7, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, verdammt. Knapp. Was soll's? Ach nee, passt schon gar nicht mehr. Hab mich verrechnet. Ja. Ne? Dann jetzt noch das hier. Was soll's? Was soll's? Mehr Holz ist mehr Holz. Hau mal den noch weg. So. Ja, jetzt. Scheiß drauf, ganz im Ernst. Geht halt nicht. So genau kann ich es nicht abpassen. Zumindest jetzt gerade nicht. Weil ich gerade zu blöd dafür bin. So. Und hier hoch bitte. Wo sind wir? Falsch. Falsch sind wir. Das vor allem. Ha! Ich bin gut. Epische Musik. Für den Helden des Tages. So. Und darauf bitte.
Ey, nicht gegen den Baum rennen. Dummer Steve. Ja, irgendwie heißt der Minecraft-Charakter anscheinend Steve. Ich weiß auch nicht genau. Hab ich mal gehört. Hep, scheiß Mücke, hau endlich ab, verdammte. Jetzt haben wir nicht auf den Bildschirm geguckt. So, jetzt haben wir, denke ich, ziemlich viel Holz. Sollte eine Weile reichen. Moment. Wieder kurz mal einen Cut gesetzt. Dann habe ich wieder einen Teil der Aufnahme sicher. Doko abstürzen, was will. So. Wahrscheinlich wird sich das total schnell aufbrauchen, das ganze Holz. Total schnell, schätze ich. Aber naja. Das können wir kurz mal wegtun. Woanders hin, meine ich. Und den hier machen. Noch eine Steinaxt vielleicht irgendwo. Nein. Dann nehmen wir die andere Eisenaxt mit, was soll's. So. So, das musste sein. Ach ja, komisch. Hier, Tasten drücken. Tasten drücken. Tasten drücken. Und so. Gott, überall Mücken. Wir sind jetzt alle hier, wo... Ich meine, mein Zimmer ist dunkel, weil die Axolotl das so mögen. Da sind die viel aktiver und so. Ich gucke mal hinter zu denen, die sind direkt hinter mir. Ja, treiben unter der Wasseroberfläche rum. Schwimmen. Und die mögen es eher dunkel. Zu hell mögen die nicht. Deswegen ist hier das Licht aus und die ganzen Mücken versammeln sich jetzt hier vor den hellen Monitoren. Scheint für die Axolotl so ein bisschen was wie von Mondlicht zu haben, weil die werden total aktiv, wenn der Monitor noch an ist. Also die Monitore, die beiden, meine beiden Bildschirme. Und das große Licht aus ist. Und natürlich die Aquarienbeleuchtung auch aus. So, wo machen wir unseren Lagerraum hin? Wir sollten auch, denke ich, einige Stöcke haben. Unser Inventar ist zu voll, wir können überhaupt nichts mehr aufsammeln. So. Schon besser. Jetzt können wir auch Stöcker machen. Und dann gleich ein paar reintun. Reicht nicht mehr aus. Cool. So, einfach ein paar Kisten machen. Wie viele machen wir einfach? Mach mal 5. Mach mal 6. Wir wollen ja eh einen Lagerraum machen. Ach, was soll's. Mach mal 8. Wir brauchen sie nachher eh. Zum Einrichten des Lagerraums. Komm! Und erstmal stellen wir eine davon. Mal hier hin kurz. Damit wir da ein paar Sachen reinlegen können. Dass unser Inventar nicht so furchtbar voll ist. So, passt doch, denke ich. Und aus denen machen wir Leitern. So. Lalalala, lalalala, lalalala. So. Haben wir einen Stock über. Den tun wir da wieder rein. Und dann haben wir hier 30 Leitern. Ich denke, das reicht. Jetzt müsste ich nur wissen. Ich denke, wir gehen einfach von hier aus nach unten. Wir werden gleich furchtbar auf den Boden aufklatschen, das ist mir schon klar. Ist mir egal, wir haben eine Rüstung. Aber es ist ungefähr so, wie ich wollte. Ja, passt ungefähr. Wir werden nämlich unterirdisch einen Lagerraum machen. Ja, ja. Ganz weit unten. Ich denke, das ist weit genug.